Hallo, heute bin ich ganz vorbereitet. Ich habe mir hier die Folie schon hingelegt. Ganz ordentlich, auch an den Seiten. Vorher noch ganz kurz. Und jetzt können wir starten. Schau, was ich hier habe. Hier habe ich mir eine richtig schöne feste Paste vorbereitet. Naja, gut, durchgerührt habe ich sie noch nicht, aber immerhin schon angesetzt. Und die verteile ich jetzt hier erstmal. Die Leinwand ist schlecht gespannt. Ich sehe schon. Kleine Krümelchen nehme ich einfach weg. Aber du siehst da gerade das Kreuz unten. Dann nehme ich mal den kleinen Spachtel. Ach, den muss ich erst kurz sauber machen. Da sollte jetzt auf gar keinen Fall rote Farbe dran sein. Ich habe nämlich ein Farbkonzept. Die Leinwand ist halt nicht gut gespannt, aber ich gehe einfach hier mit dem Spachtel ein paar Mal rüber, ziehe die Masse nochmal weg oder ziehe glatt rüber und dann verschwindet auch einfach dieser Abdruck. Jetzt sehe ich die Linien zwar noch, aber sie sind nicht mehr in der Paste vorhanden. Also kann ich so weiter spachteln, gehe da jetzt möglichst nicht mehr drüber und schaffe mir hier einfach nur einen Klebegrund, denn ich möchte hier gleich Goldfolie draufkleben. Und die Arbeit inspiriert mich auch gleich wieder. Also ich entdecke hier gleich wieder eine neue dicke Struktur und ich könnte das auch so weiter behandeln. Schau mal, sieht schon ganz schön aus, inspiriert einfach. Jetzt nehme ich die Goldfolie und lege die einfach mal drauf und klebe die jetzt damit fest. Die Folie kannst du auch so bestellen. Ich schreibe dir wieder einen Link unter das Video. Also bitte da immer raufgucken. Da findest du auf jeden Fall auch das Goldpapier. Und ja, ich freue mich jetzt auf die weitere Arbeit. Lass das also auch nicht trocknen. Brauche jetzt das Palettenmesser, das kennst du. Und Kaffee. Ich hoffe, du hast es schon in der Zwischenzeit selber mal ausprobiert, mit Kaffee zu malen. Ja, was für eine Form ich rausarbeite, weiß ich gar nicht. Aber es inspiriert halt gleich, wenn man hier so gießt. Dann entstehen schon so schöne Formen. Das inspiriert mich immer gleich. Ja, auch kurz innehalten und betrachten, was da Schönes entstanden ist. Ich sehe mal hier, da löst jetzt hoffentlich sich die Paste und bringt mein Gold zum Vorschein. So ist der Plan. Thank you.
Hier könnte ich noch mal ein bisschen Kaffee dazugeben. Der Farbton fehlt mir da doch ein bisschen. Und hier oben, da finde ich es ganz schön, da zieht es so schön in die Rillen rein. Diesen Effekt kennen wir ja auch aus den Strukturbildern, wenn wir mit der Lasur arbeiten. Ja, ich glaube, ich lasse es so. Ich wusste nicht genau, was ich machen werde. Ich wollte nur eben die Paste verwenden, also einen Grund, der etwas mehr saugt, und das Goldpapier darunter haben, dass das so teilweise durchschimmert. Und es gefällt mir gut. Also ich lasse jetzt so trocknen. Das trocknet sicherlich genauso ab. Ist dann nur ein bisschen matter, aber finde ich schön. Ich mag die Form total gerne. Wie eine schöne Blume. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für dein Abo und herzlichen Dank für deinen lieben Kommentar. Dankeschön, tschüss! Ich muss dir nochmal zeigen, ich bin so begeistert. Je nach Lichteinfall sieht es von der Farbe auch nochmal wieder anders aus. Also sehr, sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön. Wenn es jetzt durch die Kamera sieht, es nochmal wieder anders aus. Also es ist noch farbintensiver, als du das jetzt wahrscheinlich siehst. Also es hat noch ein bisschen mehr Farbe, aber schöne Schlammtöne und Brauntöne. Ja, gefällt mir gut. Hab viel Spaß. Tschüss. Auf Seite 42 findest du etwas zu unkonventionellen Untergründen und da habe ich dir auch die Rettungsschutzdecke vorgestellt, aber du kannst eben auch dieses tolle Papier benutzen, das ist sehr robust und ja, wie gesagt, du findest es immer unter dem Video. Ich setze es schon immer in die Kommentare rein, ganz oben, weil doch viele immer noch nachfragen, also schau da bitte gerne hin und dann leite ich dich einfach weiter zu meinen Empfehlungen. Also danke fürs Zuschauen, ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag und ja, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal, tschüss!